Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, ich habe mir das Spiel jetzt auch mal so zugelegt und ich habe es mal kurz angespielt, um reinzufinden. Hab natürlich jetzt die Spielstände wieder gelöscht und bis zu einem gewissen Spiel kenne ich nur das Spiel. Und ich würde mal sagen, wir erzählen gar nicht so lange weiter und starten mal. Wir werden von vorne beginnen. Mit allen Erweiterungen, also mit Heart of Stone und Blood and Wine. Ich kenne diese Erweiterung nicht. Ich kenne absolut gar nichts von diesem Spiel. Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt an und reden nicht so lange drum rum. Ach, oh, stimmt, es gibt ja Spielkanäle und sowas. Ich weiß jetzt nicht. Also, das hier scheint ja so Wahnsinn zu sein von der Schwierigkeitsstufe. Das scheint ja so schwer zu sein, und das hier scheint so das Normale zu sein. Deswegen werden wir das Schwert und die Geschichte spielen. Tutorials, ja, die lassen wir mal an, weil ich mir die Steuerung nicht merken kann. Das können wir nicht ausmachen, weil ich The Witcher 2 auch, und ich habe ja noch keinen anderen Teil gespielt. Und ich würde mal sagen, bis gleich. Und da bin ich wieder. Hallo. Am Schlafen. Aha. Ja, da stehen immer die ganzen Tipps und so. Es lebt. Okay, also das Tutorial ist also Pflicht. Gut, ist jetzt Story relevant. Geralt am Baden. yummy. Oh, so, das ist doch schon sehr eklig.
Zwick. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Was ist das überhaupt? Irgendwas Verschworenes, okay. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Ulala. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Esemir sie mit den Radierungen zu Tode. Sehr viele Namen auf den Rücken. Das zeigt schon mal von nicht allzu viel Mut. Ist ja damals so gewesen. Na dann, bis später. Bis später. Oh. Ich hoffe mal, ich muss das nicht zensieren, weil ich darauf keine Lust habe. Aber schlicht sieht sie nicht aus, das muss man ihr lassen, ja. Ich werde übrigens, da ich weiß, dass es in dem Spiel Sexszenen gibt, alle rausschneiden, falls wir mal irgendwann einen erwischen sollten, denn ich werde darauf nicht aufbauen. Ja, jetzt hier, willkommen beim Tutorial, ich werde das nicht vorlesen. Wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr hier gerne pausieren. Ja, das Minikart und Co. Das war nicht die Hexersinne waren, genau, da. So, finde mit Hilfe Dexter einen Schlüssel zum Schlüssel. Ja gut, hier. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Oh ja, dafür braucht man Hexersinne. Gut, wir könnten jetzt hier Feuer ausmachen und so alles. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ich weiß halt leider nicht mehr, wo der Schlüssel lag. Gut, wir werden jetzt hier mal nicht reden, weil ich weiß auch, dieses Gespräch wird in eine sehr stark perverse Richtung hinauslaufen. Ja, denn unser Lustmolch namens Gerald, hab's gefunden. Er ist halt ein kleiner Lustig. Ja, so Issei aus High School DD, der kann sich da beispielsweise abschneiden. Ich will sprinten. 11 Meter bis zum Köpfziel. Ja. Hey, Dialoge. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was? Guten Morgen. Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Ja, wir haben sie mal zu viel verwöhnt. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort.
Kein Thema. Man darf das Monstertöten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Er sagt sich mal mit den Narben auf den Rücken. Okay, jetzt liege ich hier nach, weil es ja scheinbar dauern wird. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Wow. Hat jemand Talent? Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Tja. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht. Lieber misste ich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Nee, ich habe jetzt keine Lust, das zu machen. Das ist einfach nur rumgerennen und so. Du solltest Wesemir nicht warten lassen. Das ist jetzt einfach nur ein sinnloses Rumgerenne gewesen. Da habe ich jetzt persönlich keine Lust gerade. Keine Lust drauf, jetzt einfach ein bisschen hin und her zu laufen. Diese ganzen Leute mit ihren Narben im Gesicht, ey. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Bitte nur auf Deutsch. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Die kann ja schlecht mit uns Großen kämpfen. Das wäre ein bisschen, naja, gemein. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Wir fangen mit dem Freistil-Training an. Wie gesagt, ich habe keine Lust auf die Tutorial. Mit dem Freistil-Training los. Wozu nochmal die Grundlagen durchkauen? Ich habe darauf jetzt einfach persönlich keine Lust. Oh. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Sie hört noch den Helm. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Toll. Hast du den Helm? Ciri?
Ist echt blöd, wenn man schon weiß, was passiert. Dann ist das nicht mehr so überraschend. Ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was zum... Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Oh. Lese mir. Allein gefroren. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein! Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Das erfährt man am Anfang. Das weiß ich aber. Ich hab's vergessen. Tja. Das ist auch toll. Das Jahr 1272, tja. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Na dann. Wir erzählen es ihm. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hm. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Erzähl mal die ganze Wahrheit. Ist das ein bisschen besser. Das waren noch Zeiten. Hm. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Ja, ich glaube, er hat recht. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Hm. Keine weiteren Hinweise. Tja. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Okay. Es ist einfach Privatsache. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Cool. Und wir dürfen kämpfen. Ja, ja, ja. Monster. Na, wie lange soll ich noch warten? Zum Glück weiß ich noch, wie man kämpft.
Okay, hier. Da waren die Ghoule hier richtig schön, einen nach dem anderen durch. Blöd ist halt, gerade wie jetzt, wenn zwei auf einmal kämpfen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hat der mich gerade echt durch das Pferd durchgeschlagen? Wir lassen uns hier einfach mal auf unsere Compadre, Vesemir, dass wir da nicht alleine jetzt gegen zwei kämpfen müssen. Und den flügen wir jetzt einfach einmal komplett auseinander. Zack. Okay, das war jetzt blöd. Der hat uns gestunt, einen schönen Angriff. Können wir aber auch. Und zack. Easy. Oh, jetzt können wir sie noch rausnehmen. Ja. Hier, bevor noch mehr auftauchen. Ich möchte ja dann noch looten und leveln. Ich meine, das ist ja schließlich ein RPG, ne? Da ist looten und leveln halt Pflichtsache. Haben wir vorhin nicht auch noch einen irgendwo gekillt? Welcher nur bist du? Naja, egal. Unser Pferd ist das hier. Okay, da habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann. Bitte, dass das jetzt. Okay. Sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein. Er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Schön, das halt, ich muss hierbei nicht lenken, das ist sehr angenehm. Ich muss nur sagen. Timirien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen. Ich muss halt nur lenken, um nach links oder rechts zu gehen. Wandern nicht gerade gegen? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Na gut, wir reiten einfach weiter. Tschüss. So ist's gut. Was habe ich gerade verpasst? Ah, das Timeskip. Gehen wir? Oh, das sieht so geil aus mit dem Licht. lecker. Oh, den haben wir es aber jetzt gezeigt. Aua. Der hat Hunger. Eigentlich schon schade, ne? So ein Greif kann man doch schon essen. Hoffentlich. Ja, komm raus. Der Arsch stimmt. Ist halt einfach. Nee, der Bart wuchs. Geh dich rein. Geh mal ordentlich zum Friseur. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Au. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Also, ich bin schon der Meinung, looten und leveln wäre gut, aber wir sind nett. Ich meine, ja, wir haben ihn auf der Straße gehört. Du schuldest uns nichts. Gehört. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Mäuse entstünden aus faulendem Stroh, das ist auch geil. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, wir fragen mal. Vielleicht weiß er was. Groß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln.
Ich glaube, wären wir jetzt nicht so nett zu ihm gewesen, hätten wir jetzt nicht mit der da reden können. Kaum ein Kratzer, aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir. Auf die Plätze rauf. Ein neuer Eintrag im Bestarium. Ah, da, Glossar. Bestarium und jetzt. Ah, greifen. Ja, gut, ne, kann man jetzt halt nachlesen und sowas. Wirksam im Kampf. Oh, da steht sogar, welche Zauber wirksam sind und welche Gegenstände. Das ist sehr gut zu wissen bei Ghoulen. Ah. Was ist das? Ach, Nekrophagenöl. Ah. Gut, warte, was ist hier gegen euch wirksam? Ups. Ja, gut, egal. Ah, das kann man sich gar nicht anders angucken. Heitere Straße, X gedrückt, ohne zu lenken. Ja, bla, das finde ich halt auch sehr praktisch. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Das Dorf soll doch mal so direkt werden. Klar, aber hier und auch noch bei der Hauptstraße. Besiegelte Bla, ja, aha. Das, bräuchte ich jetzt nicht sagen. Krieg. Alles voller Leichen. Pass jetzt hier mal ein bisschen auf die Person, ne? Das Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten. So, parken. Muss ich jetzt zum Glück nicht. Okay. Der gute Wirtshaus. Unhöfliche Leute. Es gibt's halt nicht. Es ist so bescheuert. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Der Typ ist halt echt gemein. Warum hat er jetzt aber immer so eine Angst? Ich verstehe es nicht. Es ist noch gar nichts weiter passiert. Ja. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Heul doch. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Warum ist hier auf einmal so laut und es juckt halt einfach sonst kein? Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Es klingt nicht aber sehr positiv. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Gut, aber ich würde mal sagen, was es weiteres hier mit dem Gasthaus auf sich hat und mit diesen zwielichtigen Gestalten, die drin sind, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben, zu bewerten oder den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann, ciao!